Moin Leute, für die Nuki Smart Schlösser gibt es jede Menge an Zubehör und in diesem Video hier zeige ich euch, welches Zubehör es gibt, was ihr damit machen könnt und was ihr davon wirklich braucht. Viel Spaß! Vorneweg, dieses Video hier muss ich als Werbung kennzeichnen, da Nuki mir die Produkte zur Verfügung gestellt hat. Nuki hatte aber keinen Einfluss auf dieses Video hier und alles Gesagte ist meine eigene Meinung. So, das haben wir aus dem Weg und starten wir direkt mit dem meiner Meinung nach wichtigsten Zubehörteil, der Nuki Bridge. Diese gibt es mittlerweile auch in weiß und in dem Smartlock 3.0 Pro ist sie bereits eingebaut. Doch wofür braucht ihr die Bridge? Zum einen, um das Smartlock in Google Home oder Amazon Echo zu integrieren und für den Nuki Webzugriff. Und zum anderen, um von außerhalb darauf zugreifen zu können und Einstellungen zu ändern. Wenn ich also im Urlaub bin und meine Nachbarn die Pflanzen hier gießen sollen, dann kann ich aus der Ferne entweder einen eigenen Zugang für sie generieren oder die Tür auf- und zusperren. Die Bridge braucht ihr aber auch für die Auto-Lock-Funktion. Was die macht und wie die funktioniert, erkläre ich jetzt. Als erstes wird der Standort des Nuki Smart Locks festgelegt. Anschließend wird um diesen Bereich ein Geofence eingerichtet. Die Größe lässt sich auch in der App einstellen. Wenn ihr jetzt die Wohnung verlasst und aus dem Geofence herausgeht, dann schließt das Smart Lock automatisch ab. Für diese Auto-Lock-Funktion braucht ihr die Bridge. Nach der Arbeit nähert ihr euch dem Geofence. Wenn ihr in den eintretet, öffnet das Schloss die Tür, sobald eine Bluetooth-Verbindung besteht. Für diese Auto-Unlock-Funktion braucht ihr die Bridge aber nicht. 100 Euro kostet die Bridge und allein um mal jemanden schnell in die Wohnung zu lassen, würde ich die Bridge tatsächlich jedem empfehlen. Das macht das Schloss einfach deutlich flexibler. Die Produkte sind übrigens alle unten in der Videobeschreibung verlinkt, da seht ihr auch nochmal die aktuellen Preise. Weiter geht's in der 100-Euro-Kategorie mit dem Nuki Opener. Der ist ideal für alle, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen. Damit könnt ihr durch Drücken der Klingel die Haustür öffnen, wenn ihr euer Handy dabei habt und auch anderen Leuten aus der Ferne die Haustür öffnen. Dazu wird der Opener an eure Telefonanlage geklemmt und anschließend mit der Nuki-App eingerichtet. Der Opener kann auch zu bestimmten Uhrzeiten den Klingelton unterdrücken und euch stattdessen einfach eine Push-Benachrichtigung senden. Leider funktioniert der Opener nicht mit meiner Rito 6430-2 Anlage, weshalb ich euch hier keinen Erfahrungsbericht geben kann. Wenn es aber funktioniert, dann ist das natürlich die perfekte Ergänzung, weil ihr so wirklich keinen Schlüssel mehr mitnehmen müsst. Und wenn ihr keine Videos zu Technik und Smart Home Produkten mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, das kostet euch nur einen Klick und mir hilft es, noch mehr Videos zu machen. Weiter geht's mit dem Nuki Power Pack. Wie der Name schon sagt, versorgt es das Schloss mit Akkus anstatt Batterien. Es ist mit dem Nuki Smart Lock 1.0, dem Smart Lock 2.0 und dem 3.0 kompatibel. Bei dem Smart Lock 3.0 Pro ist es im Lieferumfang bereits enthalten. Das Powerpack gibt es in weiß und schwarz. Die Installation ist super simpel, es wird einfach gegen das bestehende Batteriefach ausgetauscht. Anschließend noch den Akkutyp einstellen, fertig. Das Powerpack hält in meinem Test etwa 8 Monate bei dem Smartlock 2.0 und etwa 4,5 bis 5,5 Monate bei dem Smartlock 3.0. Bei dem Smartlock 3.0 Pro wird es weniger sein, da hier die eingebaute Bridge nochmal zusätzlich Strom zieht. Das Powerpack wird im Smartlock per USB-C aufgeladen, was mit rund 10 Stunden echt lange dauert. Über das USB-C-Kabel kann auch eine Dauerstromversorgung gelegt werden. Da es auf beiden Seiten eine USB-C-Buchse gibt, kann das Kabel von beiden Seiten herangeführt werden. Das Powerpack an sich ist jetzt kein Zubehör, was man unbedingt braucht, da ihr in den Batterieschacht auch einfach eigene Akkus packen könnt. Klar könnt ihr die dann nicht in dem Nuki laden und wahrscheinlich wird die Akkuanzeige in der App auch nicht so genau sein, aber 50 Euro für das Powerpack finde ich persönlich etwas zu viel. Jeder, der das Geld also sparen möchte, kann das über eigene Akkus lösen. Das ist in jedem Fall besser, als Batterien zu verwenden. Seit neuestem gibt es auch einen richtigen Türsensor von Nuki. Dem Nuki Smart Lock 2.0 lag damals nur ein kleiner Magnet bei, mit dem der Schließzustand der Tür getrackt werden konnte. Bei mir hat der gut funktioniert, bei vielen anderen hat der Sensor den Zustand aber nicht zuverlässig angezeigt. Mit dem neuen Türsensor hatte ich da aber auch keine Probleme. Der Schließzustand wird allerdings nur alle 20 Sekunden aktualisiert. Mit dem Sensor könnt ihr die Tür automatisch zusperren lassen, wenn diese geschlossen wird. Die Batterie durfte ich nach 2 Monaten bereits wechseln. Ich hoffe mal, dass es einfach eine fehlerhafte Batterie war, denn Nuki gibt eigentlich eine Laufzeit von 2 Jahren an. Der Türsensor ist leider nicht abwärtskompatibel und funktioniert erst mit dem Smartlock 3.0. Laut Nuki sind die alten Schlösser einfach nicht in der Lage, sich mit dem Türsensor zu verbinden. Die Lock-and-Go-Funktion profitiert auch von dem Sensor, da kurz nach dem Schließen der Tür abgeschlossen wird, egal welche Zeit in der App eingestellt ist.
Wenn ich die Tür aber offen lasse, schließt Nuki bei der Lock-and-Go-Funktion trotzdem nach der eingestellten Zeit ab und das obwohl der Sensor eigentlich meldet, dass die Tür noch offen ist. Hier sollte die Integration noch verbessert werden. Ein Must-Have ist der Türsensor für mich nicht, fügt aber nochmal eine neue Stufe an Sicherheit hinzu. Weiter geht's mit dem Nuki Keypad. Damit kommt ihr per sechsstelliger Zahlenkombination von außerhalb in die Wohnung, auch ohne Smartphone. Angebracht wird das entweder per Klebepad oder mit zwei Schrauben. Das Keypad ist mit IP65 zertifiziert, also gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt. Somit könnt ihr es auch ohne Bedenken draußen anbringen. Die Zahlenkombination wird in der App eingestellt und ist dabei an einen Zugang gekoppelt. Ihr könnt den Zugang zeitlich auch beschränken und somit zum Beispiel der Putzkraft nur Dienstag von 11 bis 13 Uhr Zugang zur Wohnung geben. Der Zurück-Button kann auch belegt werden. Als Batterien kommen zwei CR2032 Knopfzellen zum Einsatz. Die sind recht verbreitet. Die Ziffern haben leider keine Hintergrundbeleuchtung und phosphorizieren nur sehr leicht. Ohne zusätzliches Licht sieht man die Ziffern im Dunkeln also quasi nicht. Hier wäre eine richtige Hintergrundbeleuchtung besser gewesen. Die Ziffer 0 hat das Keypad auch nicht, das hätte ich mir noch gewünscht. Dennoch ist das Keypad eine gute Ergänzung, wenn mehrere Leute ohne Smartphone oder die App einen Zugang benötigen. Das letzte Produkt ist der Nuki Fob. Das ist wie ein Garagentoröffner nur für eure Haustür. Der Fob hat eine Taste, mit der ihr die Tür steuert. Einmal drücken ändert den Schließzustand, wenn also abgeschlossen ist, wird die Tür aufgesperrt und wenn die Tür offen ist, wird abgesperrt. Zweimal drücken schließt die Tür auf, das ist besonders dann praktisch, wenn eine Person bereits zu Hause ist und nur die Falle gezogen werden soll. Und dreimal drücken verriegelt die Tür. Der Fob ist aus Plastik, aber macht trotzdem einen robusten Eindruck. Die Reichweite des Fobs ist in meinem Fall nicht sehr weit. Aus mehr als 5 Metern Entfernung kann ich die Tür von außen nicht steuern. Bis das Nuki auf den Befehl reagiert, dauert es meistens 2 bis 3 Sekunden. In Kombi mit der Reichweite warte ich also meistens einige Sekunden vor der Tür, bis sie geöffnet ist. Bei der Auto-Unlock-Funktion hingegen ist die Tür meistens schon offen, wenn ich darauf zugehe. Auch beim Fob kann der Zugang eingeschränkt werden, was Wochentag, Uhrzeit und Ablaufdatum angeht. Als Batterien kommen CR1632 Knopfzellen zum Einsatz. Das sind leider wieder andere als im Keypad. Schade. Der Fob hat im Vergleich zum Schlüssel den Vorteil, dass beim Verlust nur der Zugang gesperrt werden muss. Beim Schlüssel hingegen müsst oder solltet ihr zumindest den Zylinder tauschen. In den meisten Fällen finde ich persönlich das Keypad aber praktischer, so müsst ihr nicht für jeden einen Fob für 35 Euro kaufen und es reicht einfach ein Keypad für alle. So, und jetzt habt ihr einen Überblick über das Nuki-Zubehör. Welches Zubehör verwendet ihr denn? Lasst mich das gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Hier geht's zu meinem Test des neuen Nuki Smartlock 3.0 und hier geht's zum Locked Smartlock, das in meinem Test die beste Auto-Unlock-Funktion hatte. Das war's von mir, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.